Ich habe gerade auf, ich habe mir Nier Automato aufgeschrieben. So, das soll bei den Choose Warten Game News. Wir schauen uns die Woche vom 13. bis zum 19. März an. Ist eine bisschen ruhigere Woche, es kommen ein paar Games raus, unter anderem Styx Shards of Darkness. Das ist ein neues Release für PC, PS5, für die Xbox One. Mittlerweile der zweite Teil, glaube ich, von der Styx-Reihe. Es kommt nämlich am Dienstag, den 14.3. raus, sollte man nicht vergessen. Es ist ein Stealth-Adventure, wie der erste Teil auch schon. Man spielt mit dem grünen Goblin, die Styx, wie der Name schon sagt, von dem Spiel. Klettern, rumschwingen und sich verstecken vor allerlei anderen Sachen. Bosse besiegen, Zeug mitnehmen. Also im Prinzip mehr vom ersten Teil. Für Fans vom ersten Teil auf jeden Fall ein Blick wert, denke ich mal. Und dann geht's weiter am Freitag, den 17.3. mit Danganronpa 1 und 2 Reloaded. Kommt für die PS4 raus, ist ein Visual Novel Anime Adventure und es geht um Monokuma, den geisteskranken Killerbär, der Leute töten will. Und das muss man aufhalten. Ist ein Puzzle Game, sieht ganz cool aus. Also für Fans von Animes und von Visual Novels auf jeden Fall ein Blick wert, falls ihr es nicht eh schon seit Ewigkeiten gespielt habt. Ebenfalls am Freitag noch Nier Automata. Für PS4 kam es ja schon letzte Woche raus. Jetzt die PC-Version für alle, die auch noch sehnlichst drauf warten und keine Konsole haben. Und das war es auch eigentlich. Wir gucken, was bei den Indie-Games so gibt. Indie Now. Bei den Indie-Games haben wir diese Woche nicht so wirklich viel. Das erste interessante Spiel ist Blink. Wieder 2D-Plattformer, Entschuldigung. Ja, viele 2D-Plattformer, aber es kommen halt viele raus. Und das Gimmick im Spiel ist, man kann im Prinzip die Dimensionen ein bisschen wechseln. Das heißt, man irgendwie überall, wo in der einen Dimension Licht an einer bestimmten Stelle ist zum Beispiel, da kann man schnell drüber laufen und dann kann man eben verschiedene Puzzles lösen, indem man einfach in der ersten Richtung, wenn sich irgendwie Scheinwerfer drehen und man dann über den Licht des Scheinwerfers rüberlatschen kann, einfach. Das ist jetzt auf Steam raus. Der Preis steht hier irgendwo, weil aus Papiermangel haben wir leider keine Preise aufgeschrieben dieses Mal. Doing it live! Und das zweite Spiel diese Woche ist was für Freunde von Survival Horror Games. Kennt da jemanden? Das Spiel heißt Too Dark und sieht nicht so dunkel aus, aber es ist vom Ursprung, vom Schöpfer von Alone in the Dark, was ein totaler Klassiker ist. In den letzten Jahren leider nicht so gute Spiele für rausgekommen. Ja, der hat das immer gemacht und das Spiel ist so ein bisschen top-down in einer weirden, ich weiß nicht, leicht pixeligen Optik. Und man muss eben 6 verschiedene Levels, gibt es einen Haufen Kinder, die man retten muss, dunkles Haus. Und das Ganze ist ein Stealth-Game, das heißt, man muss möglichst rumschleichen, hat begrenzte Munition, wenn überhaupt, und Taschenlampen, Batterien. Und um das Spiel zu speichern, in dem Spiel muss man alleine rauchen, aber sehr vorsichtig, denn ihr könnt anfangen zu husten und das ist natürlich nicht gut. Und man kann natürlich sterben. Rauchen ist ungesund. Nicht rauchen. Sagt auch die Story-Schreibung schon, rauchen ist ungesund, seid vorsichtig. Und das kostenlose Spiel für diese Woche heißt Faria und das war in Early Access bis vor kurzem, ist jetzt komplett raus, Goldversion 1.0. Und das ist ein Sammelkarten-Brettspiel, das heißt, ihr habt da irgendwie so ein bisschen Hearthstone-mäßig und vom Gameplay dann eher so Siedler von Katan, wo er auf irgendeinem Feld rumspielt. Das Spiel ist kostenlos normalerweise, also einfach Free-to-Play. Haben natürlich dann Microtransactions drin, irgendwelche Battle-Chests und Zeug. Und dafür gibt es auch für 30 Euro, keine Ahnung, im Prinzip gekriegt das Spiel und Chests. Ja. Aber es kann kostenlos spielen. Schaut's an, sieht ganz cool aus. Schauen wir mal, was bei den News geht. Ich weiß nicht, was ist mit... Oh, News. Große News gibt's jetzt über den Newsmenschen. Wir gucken, was newsmäßig die Woche so abgegangen ist. Matt Ross ist nicht da, der hat sich erfolgreich den 4. Platz in der Poppenweiler Stadtmeisterschaft im Trampolinspringen geholt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Hoffentlich kommt er nächste Woche wieder mit gebrochenen Knöcheln angewatschelt, wie so ein Königspinguin. Wir gucken, was abgegangen ist. Reservoir Dogs Bloody Trails. Reservoir Dogs, der Film von Quentin Tarantino, Kultfilm, mittlerweile 25 Jahre alt, soll ein Spiel bekommen und es sieht gar nicht mal so geil aus. Ich habe es gelesen und fand es richtig cool. Da habe ich einen Screenshot gesehen und dachte mir, das ist nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Es ist ein Top-Down-Shooter-Action-Adventure-Game, also so ein bisschen GTA 1-2-Feeling mit Hotline Miami gemischt. Ich weiß nicht so wirklich, es sah sehr, sehr bunt aus. Und Reservoir Dogs, wenn ich an den Film denke, es ist sehr viel Schwarz-Weiß in meinem Kopf, außer die Namen der Charaktere. Jeder, der den Film gesehen hat, weiß, was ich meine. Soll im Frühjahr 2017 schon rauskommen. Also wie gesagt, wir gucken mal, was rauskommt letztendlich. Ja, ob es ein gutes Spiel wird, ob es ein schlechtes Spiel wird, ob es ein Spiel wird, das schnell in Vergessenheit gerät. Ich denke auf jeden Fall mal, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es wird nicht an den Film rankommen. Viele Spiele sind ein Survival-Game, was vor kurzem rauskam. Soll jetzt auch auf, oder soll in naher Zukunft auch für Xbox One rauskommen, oder wahrscheinlich für alle Konsolen, nehme ich mal an.
Gab aber ein bisschen Stress mit Microsoft. Die haben gesagt, okay, diesen Penis-Slider, den ihr im Spiel habt, das konnten wir im Spiel nicht machen, die Penislänge einstellen, können wir hier so nicht machen. Und höchstwahrscheinlich wird es überhaupt keine Nacktheit unterhalb der Gürtellinie geben in dem Spiel. Ja, also da wird wahrscheinlich 50% der Fanbase einfach mal wegfallen für das Release. Wie es mit keinem Oberweiten-Slidern aussieht, ist nicht so ganz bekannt. Und ja, 2018 soll es soweit sein. Ja. Wer es nicht auf PC spielt, ich weiß nicht warum. Schaut es euch da dann mal an. Haben wir wieder was gelernt für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Haut rein. Eine Baumwollhals, das war. Du kannst halt asymmetrisch auch nicht ohne Assi sagen. Erdbeermarmelade. Die schmeckt gar nicht nach Erdbeeren, Mann. Ja, überhaupt nicht. Wale haben entschieden, dass Kirsche jetzt so schmeckt. Du bist halt ultra suave IT-Guy mit dem Handy unterwegs. Ja, sehr wie. Spielst du Candy Crush, oder? Das ist wie zu. Das würde mein Handy wahrscheinlich nicht mehr. Ey, du kommst zurück mit meinen Beinen wahrscheinlich. Schau dir den Scheiß an, Mann. Augmented. Dann knackt auch nicht mehr so eine Knackel, Alter.